Willkommen zurück zu Tomb Raider Quest of Gold mit zwei golden Idolen, die wir jetzt unten in dieser Türe einsetzen dürfen. Die da. Diese Tür, glaube ich. Nur da müssen wir irgendwie lebend runterkommen und das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir da runterkommen. Ich zeige euch, wie ich das vorhabe. Und zwar über diesen Baumstamm. Der da. Kann man doch bestimmt von hier draufspringen. Und ein Medipack nehmen. Wie viele haben wir denn eigentlich? 14 kleine und 7 große. Ja, da können wir doch ruhig mal eins nehmen. Und ich glaube, da können wir von hier direkt aufs Dach springen. Und dann haben wir doch ziemlich gut schon mal abgekürzt. So. Das ging doch jetzt schnell, oder? Und jetzt setzen wir unsere zwei goldenen Idole ein. Ist das ein großes Medipack, was da drin liegt? Also ich schätze jetzt mal, dass da drin nicht nur ein großes Medipack liegt, weil das wäre jetzt echt der Obergockel. Aber ich sehe schon ein Gitter, was wir einschießen können. Das heißt, alles ist gut. Es waren auch Fackeln dabei. Und bam. Und das sieht so aus, als müssten wir mal eine Fackel anzünden vorher. Dass wir hier auch was sehen. Am besten gleich geduckt da rein, Lara. Gleich geduckt. Jawohl, sehr gut. Schön, dass du machst, was ich sage, Lara. Und hier raus. Ach so. Hilfe. Hallo. Also das war ja mal gerade richtig gemein. Jetzt erschrecke ich mich vor diesem Monster. Oh. Egal, setzen wir doch mal die zwei goldenen Idole ein. Jetzt erschrecke ich mich vor dieser Schlangenstatue. Und dann ist da noch so ein Säbel, der uns zermalmt. Also, ich glaube doch, es geht los. Okay. Ach, so kann man es auch machen. Sehr schön. Haben wir diese Methode auch nochmal ausprobiert? War das doch gar nicht umsonst. Da konnte ich euch zwei Methoden zeigen, hier reinzukommen. Macht doch vollkommen Sinn. So, unsere schönen Symbole, Idole, was auch immer, sind eingesetzt. Gegenstände aufgehoben. Gatter eingeschossen. Fackel angezündet. Und auf geht's. Diesmal hoffentlich lebendig. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Und zwar hier über die Ecke raus. Da können wir nämlich gleich abhauen. Und ein Medipack nehmen. Haben ja noch 13 Stück, aber wenn das so weitergeht, haben wir bald keine mehr. Und ich glaube, das sieht bald aus wie der Kern des Levels, weil hier so viel Gold ist. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier bald unseren ersten Gegenstand finden, den wir dann in dem Level Portal of the Great Spirit einsetzen müssen. Und ich bin mal gespannt, was wir für Dinger finden. Und das war ja mal gerade wohl richtig knapp. Aber das Feuer hat uns getötet. So, und jetzt schnell hier rüber. Jawohl. Und Schalter drücken. Also irgendwas haben wir gemacht. Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was wir gemacht haben. Vor allem, weil ich das ja so lange nicht gespielt habe, dass ich das Level sehr schwer im Kopf habe. Und deswegen müssen wir jetzt einfach jetzt uns draußen ein bisschen umgucken, ob wir irgendwas finden, wo wir noch nicht waren.
Und ich glaube, der Rückweg, der wird hier schwerer als der Hinweg, habe ich gerade so im Gefühl. Ich glaube, das wird lustig. Einfach auf gut Glück irgendwie da drauf losspringen. Die Kurve war zu stark. Die war zu schwach. Also da müssen wir jetzt so ein bisschen den perfekten Moment abpassen. Das war wieder zu wenig. Und hopp. Könnte man auch direkt zu dem da drüben schon springen. Ich glaube, das reicht von der Sprungweite nicht. Aber irgendwie werden wir doch da drauf kommen, Leute, oder? Also ich meine, wenn das jetzt nicht hinkriege hier. Also es sieht ja so schon so knapp aus, als würde Lara fast schon drauf landen. Ja, und da speichern wir schnell zwischen. Ach so, ich dachte, wir können da jetzt drauf stehen bleiben. Aber es war eher Wunschdenken. Wie macht man das jetzt am besten? Können wir uns hier retten vor dem Feuer? Eher schlecht, ne? Ja. Das hat geklappt. Gut, das war eine böse Stelle, aber ich glaube, wir haben die ganz gut gelöst. Jetzt müssen wir nur wieder an diesem komischen Ding hier vorbeikommen. Aua. Gehen wir schnell hier raus. Ganz schnell hier raus. Und gucken einfach mal, was wir mit diesem Schalter jetzt bewirkt haben. Ich glaube, wir haben irgend so eine Säule hochgefahren. Oder so eine Tür geöffnet. Ich weiß es nicht. Es könnte da drüben gewesen sein. Also springen wir mal hier so drauf. Und mal hier rüber. Ich glaube, die Lösung unseres Problems könnte in der Richtung da drüben liegen. Oder weiter unten. Irgendwo haben wir so ein Podest hochgefahren. Wir können uns auch gerade einfach mal runterlassen und mal so von unten gucken, ob sich da vielleicht was getan hat. Was sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus? Das war, glaube ich, alles schon vorher so. Und hier draußen war das sicher auch nicht, oder? Können ja mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass hier draußen was passiert ist. Ach, seht mal, da ist der tolle Wasserfall. Voll schön und unlogisch. Nee, hier hat sich definitiv nichts getan. Das heißt, wir müssen wieder weiter nach oben, glaube ich, kraxeln. Ja. Da so oben drauf oder so. Das könnte vielleicht hinkommen. Wie kann man nochmal nach oben? Ich glaube, hier über die Schräge sogar. Oder auch nicht. Wir können ja nochmal hier zurückspringen. Ne, ich glaube, wir müssen hier rüber. Sonst macht das alles keinen Sinn. Auf die Rampe und von der Rampe erstmal dann da drüben drauf. Ich glaube, so ähnlich war das doch, oder? Und jetzt müssen wir von hier. Ne, von hier kommen wir gar nicht weiter. Ich glaube, wir müssen hier durch, oder? War das nicht so? Gott, ist das lang her. Aber die Tür ist zu. Aber der Weg nicht. Wo führt der noch mal hin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Was ist das für ein Raum? Oh mein Gott, was ist das für ein Raum, Leute? Es ist für mich Monate her, ich weiß es nicht mehr, falls wir schon mal waren. Ich bin mega verwirrt gerade. Was ist das für ein Raum? Okay, hier geht's irgendwie hoch. Ja, klettern wir da mal hoch, weil ich weiß nicht, was das hier gerade soll. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir ja komplett unbekannt vor.
Hier waren wir doch noch nicht, oder? Bin ich jetzt blöd? Die anderen Stellen kamen mir doch auch alle bekannt vor. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Nee, hier waren wir noch nicht. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Ich weiß ja nicht. Was war das jetzt bitte? Das hat sich angehört wie Wasser. Und hier müssen wir wahrscheinlich diese komische... Ja, diesen... Was ist das hier? Das müssen wir wahrscheinlich wegmachen, dass wir da langhangeln können. Sonst kommen wir da nicht lang. Okay, also merken wir uns das mal. Und ich habe das Gefühl, als hätten wir irgendwie das Ding hier geflutet. Kann das sein? Ja, sieht so aus, gell? Okay. Ja, warum nicht, ne? Ja, schöne Idee, gell? Also einen Schalter habe ich schon mal gesehen, aber ich möchte jetzt gerade nochmal hier so rumtauchen. Irgendwie ist das gerade alles voll anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, da hat sich irgendwo in diesem großen Raum eine Tür geöffnet, da gehen wir durch und fertig ist. Ah ja, das ist doch gut. Das habe ich mir gerade erhofft, dass das passiert. Okay. Also wir haben jetzt ziemlich per Zufall auch rausgefunden, wo es hier weitergeht. Und ja. Jetzt können wir doch eigentlich hier wieder raus. Also hier. Und darüber hangeln und weitersehen. Also war es das doch mit dieser Stelle hier eigentlich auch schon. Okay. Gut, gut. Wie war das? Irgendwo konnte man hier stehen. Aber hier nicht. Wo konnte man hier stehen? Ach, wir hangeln uns einfach hier so lang. So, gut. Und jetzt können wir wirklich hangeln. Eben habe ich springen gemeint. Jetzt hangeln. Jetzt muss nur Lara noch wollen. So ist das gut. Und das ist natürlich gemein, weil hier wieder diese schwingenden Hämmer sind, die uns natürlich jetzt hier von unserer Hangelstrecke schmeißen wollen. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. So. Oh, jetzt sind wir an der Hangelstrecke vorbei. Was soll's, machen wir es nochmal. Ich glaube, die Dinger sind gar nicht so schlimm. Oder, oh doch, die hauen uns trotzdem weg. Seht ihr es? Ich glaube, da müssen wir jetzt ganz genau arbeiten, dass wir nicht von den Dingern hier wegkatapultiert werden. Und hier schön am Rand lang. Vor allem, wenn das weg ist. Ah ja, so. Okay, geht. Gut. Jo, dann hätten wir auch das. Nehmen lieber mal unsere Waffen, man weiß ja nie. Und hier ist wieder so ein schwingendes Ding. Also Fallen sind hier wirklich ohne Ende eingebaut. In diesem Level. Aber auch die Falle hat uns jetzt keine großartigen Probleme bereichert. Was macht dieser Hund hier? Der hat mich etwas erschreckt gerade. Stirb. So. Da drüben ist... Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Da haben die hier Schrotmuni hingemacht. Die uns fast tötet. Aber egal. Wir haben Schrotmuni und mehr wollte ich nicht. So. Und was kommt jetzt hier für eine Leiter? Vielleicht kommen wir jetzt wieder raus in die Freiheit. Obwohl hier noch eine verschlossene Tür ist. Aber vielleicht geht die auch irgendwann auf. Ah ja, okay. Das war jetzt einfach nur
Rückwärtsrolle, weil ich gedacht habe, hier kommt man so nicht weiter. Aber alles gut, Schalter, Tür auf, perfekt. So könnte es doch immer gehen. Und hier brennt's. So, jetzt sind wir hier irgendwie weitergekommen. Okay. Und da können wir wahrscheinlich drauf springen. Und das ist die Stelle, die wir verändert haben. Die hier. Und das ist genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe und jetzt die ganze Zeit irritiert und verwundert war, dass diese Stelle nicht kam. Und jetzt sind wir da. So, und wie kommt man jetzt da hin? Ich glaube, wir springen erstmal hier rüber. Waren wir hier schon mal drin? Ach so, ja klar, die Stelle kennen wir doch. Und jetzt können wir doch bestimmt hier drauf und von hier da hoch. Und das ist nämlich das Ding, was wir hochgefahren haben, um hier weiterzukommen. Ja, das ist doch super. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt, an dem wir, glaube ich, jemals waren. Aber hier ist noch eine verschlossene Tür. Und sonst auch noch einiges zu erforschen. Und ich würde sagen, das Ganze hier schauen wir uns in der nächsten Folge mal in Ruhe an. Bis dann, macht's gut. Ciao.